Samstag, 20.09.2014. Wir sind mal wieder am Kröpke, weil mal wieder eine große Tierschutzdemo stattfindet. Neben mir steht Niki, eine der Veranstalter. Niki, ich begrüße dich erstmal. Warum heute eine Tierschutzdemo? Inhalte? Ja, also wir haben ja heute eine Demo gegen Tierquälerei und Tierleid, wie gesagt. Wir wollen halt wirklich so viele Leute wie möglich zusammenbekommen, weil wir einfach der Meinung sind, dass wir viel mehr bewegen können, wenn wir alle zusammenkämpfen, für das wir kämpfen. Nämlich, dass ja die Tierquälerei weniger wird, dass das Tierleid weniger wird, dass die Gesetze straffer angezogen werden und wirklich die Verurteilungen auch entsprechend ausgeführt werden, so wie sie laut Gesetzgebung zumindest angedacht sind. Und wir werden euch natürlich alles zeigen. Als erstes zeigen wir euch jetzt erstmal die Stände. Hallo, also ich bin dabei, weil Tiere unseren Schutz brauchen. Es ist traurig, dass das Wort Tierschutz überhaupt erfunden werden musste. Und es gibt so viele Dinge im Tierschutz, wo was unternommen werden muss, von der Massentierhaltung über sexuellen Missbrauch an Tieren, rumänische Straßenhunde und so weiter. Die brauchen einfach Hilfe. Ja, und wenn keiner was tut oder immer nur dumm rumredet, dann passiert auch nichts. Ich bin dabei, weil ich Tierquälerei ganz schrecklich finde. Ich habe auch Schwierigkeiten, mir die ganzen Bilder hier anzugucken, weil man doch mit den Tränen kämpfen muss. Aber man muss ja ein Zeichen setzen und ja, Tierquälerei stoppen und dem Drama auch in den Heimen ein Ende setzen. Und wenn man sich Hunde oder Katzen anschafft, doch bitte auch die Tierheime unterstützt. Gypsy kommt übrigens auch aus dem Tierheim. Hannover ist ein ganz toller Hund. Ja, heute große Tierschutzdemo Hannover. Und ich bin dabei aus dem ganz einfachen Grund, weil für Tiere viel zu wenig gemacht wird und weil sie einfach vor Gesetz immer noch als Gegenstand und nicht als Lebewesen gelten. Weil ich finde, dass es wichtig ist, dass wir ganz besonders zu unseren Tieren gucken. Sie haben eine ganz besondere Seele und für jeden Menschen gibt es ein ganz besonderes Tier. Und es gibt viele Tiere, die einfach nicht mehr gesehen werden in unserer Welt. Aber auch sie haben Seelen und sie müssen sein. Sie helfen uns. Statement. Also ich bin dabei, weil ich denke, dass Tierschutz keine Grenzen kennt und dass man auch immer mal so einen Blick über den Tellerrand werfen sollte und weil Spanien und natürlich auch andere Länder einfach unsere Unterstützung brauchen und weil man auch vor Ort unterstützen sollte und dort die Menschen ansprechen und einfach auf das Tierleid aufmerksam machen sollte. Und ja, deswegen sind wir dabei und heute hier in Hannover dabei und sammeln Spenden und suchen Patenschaften, ja, und gucken, ob wir noch ein paar Tierfreunde finden, die sich engagieren wollen. Ja, ich finde das blöd, dass hier die Tiere gequält werden und Schlachthöfe und die ganzen Seuchen, die da entstehen, das ist alles Dreck, ist das. Ich tendiere dahin, sogar Vegetarier zu werden, weil ich das einfach nicht mehr ab kann und mit den Tieren, das stört mich einfach. Ich kann nicht mehr, mir stehen immer die Tränen in den Augen, ja. Ja, ich komme aus Saarbrücken, aus dem Saarland. Wir sind 530 Kilometer gereist, extra für die Tiere. Ja, ich bin halt dafür, dass es härtere Strafen für Tierquäler gibt. Und dass die Tiere endlich mal als Tiere angesehen werden und nicht als Sache. Ich bin dabei mit meinem Hund, weil ich das für okay halte, dass man ruhig für Tiere auf die Straße gehen kann. Denn ohne uns sind die ja auch aufgeschmissen. Weil wer soll den Tieren sonst helfen, wenn nicht wir? Dafür sind wir Menschen da.
Ja, warum finde ich das spannend? Es ist eine lustige Organisation. Ich bin hier für die Hunde natürlich, für alle Tiere. Ich finde es in dem Sinne auf gut Deutsch scheiße, dass man es so als Gegenstand benutzt, einen Hund. Es ist kein Gegenstand mittlerweile, es hat auch Leben. Also ich bin dabei, weil ich auch einen Hund aus dem Tierschutz habe und es für sinnvoll halte, Tierschutz zu unterstützen. Es ist eben gerade im Ausland, aber auch hier im Inland leider immer noch der Fall, dass Tiere in verschiedensten Richtungen gequält werden, misshandelt, vernachlässigt werden. Und es geht eben auch nicht nur um Hunde, es geht eigentlich auch um alle Tiere. Also es ist ja nicht nur der Schutz für Haustiere, sondern eben auch der Schutz für die ganzen Käfigtiere, die ganzen Nutztiere, dass die zumindest bis zu ihrem Tod eine vernünftige Haltung haben und nicht in diesen Massenbatterien landen. Der Umzug geht gleich los, alle warten schon, es sind ja noch einige hundert Leute hier. Kurze Infos nochmal. Ja, also wie gesagt, wir demonstrieren hier heute gegen Tierquälerei und Tierleid. Wir werden jetzt den Demomarsch gleich machen. Mein Herz pumpert ganz schön, ich bin auch ganz schön mit aufgeregt. Und ich hoffe halt für alle Beteiligten heute, für alle Stände, die sich so viel Mühe gegeben haben, dass der heutige Tag auch für jeden Einzelnen ein voller Erfolg wird. Und jetzt geht der Umzug los.
Niki, eine erfolgreiche Demo neigt sich dem Ende. Die Veranstaltung war, glaube ich, das kann man sagen, doch sehr erfolgreich, oder? Also wir haben, ich denke mal schon, viele Leute sind ja auch an den Ständen geblieben, ja. Und wenn man die vor Ort sieht, die mitgelaufen sind, finde ich toll, finde ich gut. Und wäre natürlich schön gewesen, wenn noch mehr gekommen wären, aber wir sind auch mit der Anzahl durchaus sehr, sehr zufrieden und freuen uns überhaupt, dass so viele mit uns gelaufen sind. Kann man von euch noch weitere Veranstaltungen erwarten? Ganz sicher. Also das war, wir haben ja letztes Jahr letztendlich unseren, ja, wie will man sagen, unseren Startschuss gemacht mit dem Tod von Sheila und haben ja schon einige Veranstaltungen gemacht. Das war jetzt heute die erste und wir werden sicherlich auch weitermachen, auch auf diesem Wege weitermachen und wir werden auch so lange weitermachen, ja, bis sich etwas ändert und hoffen natürlich, dass alle anderen mit uns gleichziehen. Und wir werden natürlich dann mit Tier am TV auch auf der nächsten Tierschutzdemo dabei sein. Niki, dir danke ich für eine tolle Veranstaltung, habt ihr toll gewuppt. Für die erste hier in Hannover war das schon richtig gut. Ich freue mich auf die nächste Veranstaltung mit euch. Bis denn, tschüss. Ja, weil ich auf jeden Fall dafür bin, dass man dagegen angehen muss. Also wenn man nichts finanziell beitreten kann irgendwie oder dazu beisteuern kann, dann sollte man zumindest auf die Straße gehen, weil das kostet nichts. So setzt man ein Zeichen, ne?